Mein Name ist Max Isaksen. Wenn ihr das hier seht, werde ich tot sein. Halt! Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur Corona-Ausgabe vom Kinocast. Ich habe mich verschluckt am Wasser. Ich begrüße den Chris in der Leitung. Hallo Chris. Hallo, guten Tag. Aus dem Quarantänestudio hier. Die Kate ist tatsächlich immer noch krank, hat aber kein Corona, soweit kein ich Corona, hörte. Nein. Ja. Kein Corona. Oder besser gesagt. Definitiv. Covid-19. Ja, auch hab. Nicht. Beides übrigens, nicht. Übrigens, wenn Covid-19 erzählt wird, soll man gedanklich an den Song Come on, Eileen denken. Ja, das geht dann auch drauf. Und wenn man das einmal gehört hat. Ist vorbei, ja. Ja. Covid-19. Ich habe ja, wir kommen ja nicht drum rum anscheinend, um das Thema Corona hier, auch im Kinocast. Ich habe ja jetzt eine Doku angeguckt hier auf ZDF Info. Da ging es zum Beispiel so um die schwarze Pest und sowas damals, wie das war im Mittelalter. Und wie die das da so versucht haben einzudämmen und wie das dann rübergeschwappt ist nach England und so weiter. Und das Interessante war, die haben damals keine Kinos geschlossen und keine Bundesliga eingestellt. Ja, sowas. Mann. Muss ich mir selber einen Witz einspielen. Na gut. Das ist wie mein Flachwitz, den ich vorher bei Twitter rausgehauen habe. Ja? Ob es eigentlich auch Quarantänen gibt. Ja. Liebe Bis Hörer, nächste Woche dann. Liebe Hörer, ich hoffe, ihr kommt alle gut durch die Zeit. Ihr seid hoffentlich alle nicht betroffen. Und wenn doch, dann werdet schnell wieder gesund. Und wenn ihr irgendwo in die Quarantäne geratet oder irgendwie so wie bei uns in der Firma, wenn da geraten wird, dass man Homeoffice machen soll, ja, dann macht das lieber, weil ja, nichts ist schlimmer, als wenn sich das jetzt noch weiter verbreitet. Dann. Und wir haben für euch ein paar Filme mitgebracht. Vielleicht habt ihr ja dann die Möglichkeit, wenn ihr jetzt eh mehr Zeit zu Hause verbringen müsst oder ja, müsst eigentlich schon, weil man kann ja nicht mehr rausgehen, hat ja alles irgendwie so gefühlt zu, das öffentliche Leben kommt zum Erliegen. Dann hat man ja vielleicht mal wieder mehr Zeit für Filme oder für andere Sachen. Und der Chris wird wahrscheinlich über die letzte Sneak Preview, die jemals gesendet wurde oder die jemals ausgestrahlt wurde hier in Stuttgart, berichten, bevor dann die Innenstadt so zugewuchert wird wie bei I Am Legend, weißt du, wo dann so sich die Natur die Innenstadt zurückerobert, menschenleere Straßen. Ja, denn ich war zur selben Zeit beim allerletzten Fußballspiel mit Publikum, Bundesliga. Jawohl, Chris, was kam da in der Sneak? Wir sind totale Zeitzeugen hier, also das ist der Hammer. Irgendwann werden wir wahrscheinlich eingeladen für Vorträge in Schulklassen. Meinst du, dass wir das überleben? Ja, ich hoffe, ich weiß es nicht. Also ich bin zu dick zum Wegrennen, ich kämpfe. Und ich habe es heute auch schon mal gesagt, wenn wir Fallout-Zustände haben, ich mache dann eher so ein Bahnhofshandle hier auf. Ja, oder ist halt alles eine Frage, wie viel Munition du gehortet hast. Ne? Ja. Musst ja nicht wegrennen. Ich weiß gar nicht, was alles Munition werden kann, du. Ja, okay. Also wir hatten in der letzten Sneak jetzt, am vergangenen Montag, das war dann der 9.3., hatten wir den Film Suicide Tourist. Und der deutsche Untertitel dazu ist Es gibt kein Entkommen. Ist ein Drama von Jonas Alexander Arnby und kommt aus Dänemark-Norwegen, die Ecke. In der Hauptrolle spielt Nikolai Koster-Waldau. Oh. Den kennt man woher? Oh ja, Game of Thrones zum Beispiel, der mit der Appenhand. Jaime Lannister, genau. Und der hat aber auch in anderen, den hatten wir schon in skandinavischen Thrillern gesehen gehabt, auch in der Sneak hier, ja. Das kann gut sein, ja. Ist egal, auf jeden Fall, der spielt die Hauptrolle und um den geht es eigentlich auch komplett. Der ist eigentlich so gut wie in jeder Szene irgendwie zu sehen. Er ist Max. Max ist, Max Isaksen ist Versicherungsmakler, der es mit Lebensversicherung und sowas zu tun hat. Und Max hat ein großes Problem, weil Max hat einen Gehirntumor. Und
die ganzen Sachen, Ernährungsumstellung und blablabla, schlagen nicht an bei ihm, sondern der Tumor wird vergrößert sich weiter. Das heißt, sein Leben, ganz böse gesagt, hat ein Ablaufdatum, ein ziemlich fast schon genaues, also ne, ziemlich ungenaues, noch sagen wir es lieber so rum. Und Max ist verheiratet und ja, hat keine Kinder, aber halt das Problem, alles klar, mit mir wird es zu Ende gehen. Und da ist immer die Frage für ihn dann auch, beendet er, kann er sein Leben selbst beenden oder nicht? Und dadurch, dass er ja Sachen seiner Frau auch nicht antun möchte, dass die da noch was groß mitkriegt oder so, ach, die weiß das gar nicht. Todkrank ist, oder? Ja, doch, sie weiß es schon, aber er verheimlicht so ein bisschen auch das Ergebnis der letzten Untersuchung. Aber er beschließt dann, sich umzubringen. Und Max versucht sich dann zu erhängen, was kläglich scheitert, weil gerade als er den Schritt vom Hocker machen möchte, hört er draußen das Hupen und er denkt, alles klar, meine Frau kommt zurück, das kann ich jetzt dann doch nicht antun. War dann im Endeffekt doch nur der Nachbar. Dann beschließt Max, sich im Hafenbecken zu versenken mit einem Riesenstein. Endet dann darin, dass er sein Telefon klingeln hört, und wenn sein kleines Telefon klingelt, dann muss man sich natürlich nochmal losbinden und ans Telefon gehen, ist ja klar. ja, und dann stößt er eben in einem seiner Fälle, in einem seiner Versicherungsfälle, wo es darum geht, bekommt die Witwe das Geld aus der Lebensversicherung von ihrem Mann, der verschwunden ist, seit über einem Jahr schon weg ist, und sie ist sicher, er ist tot, aber man hat noch nicht nachweisen können. Und da taucht ein Video auf von ihrem Mann, wo er erzählt, dass er in einer speziellen Klinik ist. So. Und das Ganze führt ihn dann zu einem exklusiven Hotel mit dem schönen Namen Aurora. Und dort kann man betreute Suizide begehen. Also quasi so eine aktive Sterbehilfe. Und wird da so ein bisschen, ja, quasi gut gebettet, dann isst man nochmal gut, man kann noch ein Abschiedsvideo aufnehmen und alles. Und es wirkt alles ein bisschen sektenmäßig auch, das ist ein bisschen, und man denkt, alles klar. Halt eine relativ seltsame Atmosphäre, das alles. Und diese seltsame Atmosphäre trägt eigentlich den ganzen Film über. Also es ist relativ ruhig, ganz arg oft, immer so ein bisschen nachdenklich soll es vielleicht sein, ist es dann aber nicht. Und im Endeffekt beschließt Max dann irgendwann, als es dann wirklich soweit ist und es drauf ankommt mit hier, jetzt werde ich mein Leben beenden, dass es das Ganze doch nicht wert ist, das hier zu machen. Und dann möchte er raus aus dem Hotel. Und das wiederum ist nicht ganz so einfach. Mhm. So. Darum geht es in dem Film. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich fand ihn so spannend, dass mir zwischenzeitlich, glaube ich, 20 Minuten von den 90 Minuten Film fehlen, weil ich glaube, da einfach eingenickt bin. ich war nicht alleine, der eingeschlafen ist. Es war, ja, ich fand es super, super träge, super langsam, super langweilig. Es ist so, es ist, in meinen Augen spielt sich zu keinem Höhepunkt hin, der ganze Film. Also er plätschert eigentlich so vor sich hin und hat durchaus kleine skurrile Szenen mit den Selbstmordversuchen. Ist das lustig dann, wenn der, also da gab es ja auch mal diesen dänischen Film, den wir hatten, wo der sich dann erhängen will und dann ist alles ein bisschen lustig gemacht. Ja, das war ja noch ganz, ganz witzig gemacht, aber in dem Fall halt auch nicht, weil es ist ja schon eigentlich ernst und dem Max geht es ja auch sichtlich nicht gut. Er ist halt so hin und her gerissen mit, ja, sitze ich jetzt meine Krankheit vollends aus und zeige meiner Frau, wie ich zugrunde gehe, oder kann ich das selbst in die Hand nehmen, mein Leben zu beenden? Das ist so dieser Zwiespalt, in dem der Max sich einfach befindet. Und den versucht auch der Regisseur da relativ stark und deutlich rauszuholen. Nur für den Zuschauer wirkt das auf diese Art und Weise relativ, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber also auf mich auf jeden Fall. Problem natürlich an der Sache auch, der Film gilt als Drama. Und ich glaube, man hätte aus diesem Stoff mit diesem Hotel, mit dieser Untergrundorganisation, die da arbeitet, mit den Suiziden, richtig viel rausholen können. Da hätte man richtig was machen können, wo man sagt, alles klar, was steckt da dahinter? Wie findet er es raus? Geht da noch ein bisschen Spannung?
Ist da was Größeres noch dahinter? Wie löst er das Problem, da rauszukommen? Ja, macht aber der Film leider nicht. Und das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen, wenn ich in einem Film einschlafe. Ich weiß nicht, Erik, bist du schon mal im Kinofilm eingeschlafen? Na, ich war schon nah dran mal, aber so richtig, also ich habe mich dann immer noch gefangen. Also das ist so, das ist für mich ganz schwierig. Also da gibt es nur ganz wenige öffentliche Orte, wo ich schlafen kann. Eins davon ist das Flugzeug. Das finde ich immer so langweilig, bis es endlich losgeht. Also da schlafe ich meistens schon, das hat sich noch nicht mal bewegt, das Flugzeug, schlafe ich schon ein. Okay. Also diese ganzen Sicherheitsfaxen, die da machen und so, die habe ich ja schon so oft gesehen. Und bis das dann endlich, das ist so langweilig, wenn man da rumsitzt, bis es losgeht. Ja. Oder Bahn, selbst Bahn, da habe ich so viel Angst, dass ich irgendwie verpasse, wo ich aussteigen muss oder so. Das ist, also, geschweige denn Kino. Also, ich würde ja kaum im Kino einschlafen, weil da habe ich dann die Befürchtung, wenn ich wach wäre, irgendwie sitze ich alleine da drin, die anderen sind alle schon gegangen oder so. Und um mich rum wird schon geputzt. Also, das, da die Schwelle zu überschreiten, da, das fällt mir dann schwer. Ja, das, also, da bin ich ein bisschen anders. Das ist mir einfach dann wurscht. Wenn ich schlafen will, schlafe ich. Und das ist halt echt schade. Also ich glaube auch nicht, dass in der Viertelstunde, 20 Minuten, wo ich eigentlich weg vom Fenster war, dass da so viel anderes passiert ist. Und das ist das einzig Positive, was ich dem Film ankreide. Was positiv ankreiden, ne? Willkommen im sich selbst widersprechen. Ist also die Länge, bis mit 90 Minuten relativ kurz gefasst ist, was das Thema angeht, weil ich glaube, das hätte man richtig in die Länge ziehen können. Und das andere ist, dass es schon ein durchaus ernstes Thema ist, nur, ja, wie gesagt, die Umsetzung fand ich jetzt nicht so geil, jo. Um das mal nett zu sagen. Also, wie sieht es denn eigentlich die Facebook-Gruppe aus? Ich wollte gerade sagen, wenn man den Blick da reinwirft, es gibt tatsächlich jemanden mit 8 Punkten, aber das meiste ist 5 und drunter. Ne? So ein paar Ausreißer gibt es dann immer. Hatte man ja auch gesehen, bei den sehr guten Filmen gab es dann immer irgendwelche Ausreißer nach unten auch. Ja. Also es, einem gefällt's und 12 nicht. Also, naja, um es kurz zu machen, ich bin bei 2 Punkten am Ende gelandet, weil ich ihn einfach vom Thema her interessant fand. Allerdings vielleicht eine andere Story drumherum gebaut hätte. Der 8 Punkte gegeben hat. Der arbeitet bei der Deutschen Rentenversicherung. Steht hier. Ja. Er kann das natürlich nur befürworten, so aus finanzieller Sicht, dass die Leute. Ja. Ja. Also war nicht meins, hat mich nicht abgeholt und deswegen, weil ich auch eingeschlafen bin, gab es nochmal Abzug. Und ist halt schade, aber so ist es halt. Wie lautet denn der Tipp für nächste Woche? Der Tipp für den 16.03. wäre oder ist immer noch einfach nur wirklich. Ach so, gibt tatsächlich schon einen Tipp, okay. Ja, es gab einen Tipp, aber. Ich dachte hier sowas wie einen schwarzen, nee, also einen schwarzen Bildschirm habe ich. Weil das Kino ist natürlich auch jetzt erstmal geschlossen. Ja, Stadt Stuttgart hat ja alles dicht gemacht, deswegen musste auch das Kino zumachen. Also wer. Sehr schade. Wer ins Kino gehen möchte, kann das tatsächlich tun. Hier in Kornwestheim, da ist es noch nicht so rigoros, die gehören ja zu Ludwigsburg. Könnte aber sein, dass es auch noch kommt, aber die machen das ganz bewusst so, dass da sehr, sehr viele Plätze dazwischen Platz gelassen werden. Also da wird wirklich, da sitzt man gefühlt so 2-3 Meter von dem anderen entfernt. Also wer unbedingt ins Kino möchte, kann das tun. Ich hatte schon tatsächlich mal überlegt, ob ich mir den Film angucke, da drinnen. Und natürlich, was natürlich eine sehr gute Alternative ist, ist das Autokino. Wir haben hier ein Autokino in Kornwestheim, Ludwigsburg. Ja. Und da sitzt man in seinem eigenen Auto drin. Und kann da auch Filme gucken. Das ist natürlich praktisch dann. Das ist ganz cool, ja. Oder halt ganz viel Home-Kino machen. Ich meine, der ein oder andere darf jetzt natürlich wohl länger zu Hause bleiben. Ich als aus der Schulleitung kommt natürlich nicht. Ich habe die dienstliche Anweisung, während der Unterrichtszeit, während der normalen Unterrichtszeiten in der Schule zu sein. Mhm. Okay. Naja, gut, da gibt es auch WLAN. Ich habe noch einen Film geschaut, im Heimkino natürlich. Den hatten wir vor einiger Zeit schon mal als Trailer vorgestellt. Der nennt sich Code 8. Und als wir den damals vorgestellt haben, hatte ich, glaube ich, schon mal kurz angerissen, dass das so ein Crowdfunding-Projekt war. Ich habe da jetzt noch ein paar weitergehende Informationen. Und zwar gab es
im Jahre 2015, glaube ich, gab es schon mal so einen Kurzfilm. Und der war die Basis für dieses Crowdfunding-Projekt. 2012, nee, sogar noch eher, Moment. Ja, irgendwie eher. Es gab eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo und die wurde mit 860% überzeichnet. Also es gab da wirklich sehr, sehr viele Backers, wie es so schön heißt, also über 20.000 Leute, die gesagt haben, wir möchten gern aus diesem Kurzfilm einen kompletten Film sehen. Und der Kurzfilm, in dem waren auch schon die beiden Hauptdarsteller mit drin, nämlich Stephen Amell und Robbie Amell. Und Stephen Amell könnte man kennen aus der Fernsehserie Arrow zum Beispiel. Da spielt er die Hauptrolle. Und Robbie Amell ist sein Cousin. Und die beiden zusammen haben auch in diesem Kurzfilm schon gespielt. Und die Fans haben natürlich auch gehofft, dass die in dem kompletten Film dann auch mitspielen. Und die Produktion hat dann im Jahre 2017 begonnen. Und der Film ist jetzt 2019, glaube ich, rausgekommen. Genau, und der ist jetzt im Heimkino verfügbar. Und Moment. Ach so, der Chris schickt nur irgendwelchen Quatsch. Ich dachte, jetzt kommt hier eine wirkliche News hier, die ich mitverarbeiten soll in unserer WhatsApp-Gruppe. Er schickt nur irgendwelchen Käse hier, wie es halt so ist. Jedenfalls, also Code 8. Ich habe es noch nicht angeguckt. Irgendwelchen Käse, wie naja, halt ich so sehe das schon, dass alles klar. Irgendein Video ist oder irgendwie. Also ich nehme mal nicht an, dass es gerade relevant zu Code 8 ist hier oder Code 8. Nein, ist es nicht. Also, eine kanadische Produktion in Kanada gefilmt und wenn man sich den Film anschaut oder auch der Trailer schon, er sieht schon sehr aus wie Half-Life 2 zum Beispiel. Da gab es ja auch diese Polizisten, die dann so wie so Darth Vader-Helme auf hatten mit so einem roten Licht drin und sowas gibt es hier auch. Und hier ist es so, in einer nicht allzu fernen Zukunft, also sehr viele Parallelen zu unserer jetzigen Welt eigentlich. Also eigentlich könnte man fast sagen, es spielt im Hier und Jetzt, aber es sind so ein paar Sci-Fi-Elemente drin, die schon doch deutlich machen, dass es vielleicht doch nicht heute sein kann. Und zwar, in dieser nicht allzu fernen Zukunft gibt es Personen auf der Welt, die Superkräfte haben. Und da, ja, Gähn, das kennt man aus zig Filmen mittlerweile. Und hier ist es aber so, dass diese Leute, die Superkräfte haben, die werden eigentlich so in verschiedene Kategorien eingeteilt. Also es gibt welche, die dann irgendwie sehr stark sind. Es gibt welche, die irgendwelche elektrischen Fähigkeiten haben, die quasi irgendwelche Elektroimpulse aussenden können oder irgendwelche hochelektrischen Sachen, hochgeladenen Sachen anfassen können, Hochspannungskabel, ohne dass sie Schaden bekommen. Dann gibt es welche, die, was können die noch? Ich glaube, unsichtbar machen oder fliegen oder irgend sowas. Ja, jedenfalls gibt es so ein paar Kategorien und diese Leute mit den Superkräften, die bekommen ein Berufsverbot. Die dürfen quasi nicht mehr arbeiten, weil wenn jetzt jemand super stark ist zum Beispiel, dann würde der quasi irgendwie 10 oder 20 normalen Arbeitern den Job wegnehmen, weil der eine schafft dann genauso viel wie die anderen und damit kein sozialer Unfrieden entsteht, bekommen einfach diese Superheldentypen oder diese Superkräftetypen bekommen einfach Berufsverbot, die dürfen nicht arbeiten und das Ganze wird rigoros kontrolliert, dafür gibt es eben diese Polizei, die man auch im Trailer sieht und es ist natürlich so, die müssen natürlich versuchen, irgendwie zu Geld zu kommen, denn in Amerika fällt es ja sonst sofort durchs soziale Netz und die gehen dann halt irgendwo schwarz arbeiten, teilweise unter widrigen Umständen und werden teilweise total ausgenutzt dann auch von irgendwelchen Baufirmen. Das zeigt sich dann auch, indem eben dieser Robbie Amell, der heißt im Film Connor Reed, der geht dann auf so eine Baustelle arbeiten, versucht da einen Job zu bekommen, weil dem seine Mutter ist nämlich ziemlich krank. Die hat auch irgendeine Superfähigkeit gehabt, die kann so Sachen gefrieren lassen. Und mittlerweile ist aber wohl so, dass durch irgendeine Infektion funktioniert das nicht mehr, dass so teilweise ihre Arme absterben, dass das so durchbricht, das sind teilweise Flecken auf ihrem Arm sind, die so gefrieren und das Ende ist dann bald nahe. Es gibt eine Möglichkeit, eine Operation, die sehr, sehr teuer ist und wie es halt in den USA so ist, gibt es ja kein Gesundheitssystem, was dann irgendwie greift so richtig, keine Versicherung. Das heißt, er muss irgendwie versuchen, zu Geld zu kommen. Und nachdem er dann auch noch bei seinem schwarzen Job, den er gemacht hat, rausgeschmissen wird oder was er gesagt, da gibt es gerade so eine Polizeirazzia und die entdecken das, dass die da sind und er muss fliehen.
gibt es für ihn nur eine Möglichkeit, dass er nämlich seine Fähigkeiten dem Verbrechen andient. Also da gibt es so Verbrecherorganisationen, die speziell so Leute mit Superkräften rekrutieren, weil die natürlich dann besondere Fähigkeiten haben, zum Beispiel ein Safe aufzumachen. Die brauchen da keine Kombination, die reißen da an der Tür zum Beispiel und lassen es auf oder irgendwelche Elektrozäune abzureißen, einfach da ein Loch reinzumachen, damit man da reinkommt. Und ja, und dann rutscht er halt schnell rein in dieses organisierte Verbrechen und da arbeitet sein Schauspiel-Cousin Stephen Amell. Und der hat auch noch so eine kleine Story und da haben sie so einen Chef, der, ja, für den die da arbeiten in diesem organisierten Verbrechen und der schuldet der eine dem anderen noch Geld und so. Und ja, ich will mal nicht zu viel verraten. Das war vom Visuellen her, wenn man bedenkt, wie wenig das ganze Ding gekostet hat, war das extrem gut. Also ich fand die Aufnahmen richtig, richtig gut. Storymäßig, ja, es hat an einigen Ecken und Enden doch noch deutlich gehakt. Also das hätte man irgendwie ein bisschen anders inszenieren können, dass es ein bisschen spannender ist und ein bisschen cooler vielleicht. Und vielleicht war auch nicht jeder Darsteller in dieser ganzen Riege, insbesondere die Nebendarsteller, waren jetzt auch nicht gerade so Top-Liga, sondern da hätte man vielleicht doch irgendwie mal ein paar andere nehmen können. Aber ansonsten fand ich das ein gutes Ding. Also für so ein Crowdfunding-Projekt, boah, so ein Science-Fiction-Dystopie-Film da auf die Beine zu stellen, wo wirklich die Effekte richtig, richtig gut aussehen, ja, mit Superhelden, mit Superkräften und alles, was damit zusammenhängt, fand ich ganz okay. Also kann man durchaus jetzt im Heimkino mal gucken, während des Lockdowns hier, wenn man kaum raus darf. Und ich gebe Code 8 keine 8 Punkte, sondern 7 Punkte. Habe ich dir damit Lust gemacht eigentlich, Chris? Dann kann ich dir die Rezensionsdisk ja mal irgendwie zukommen lassen. Sehr gerne. Okay. Ja, gut. Klingt ja. Ach, Superheldenfilme. Ja, ne, es ist nicht direkt Helden. Die haben halt Kräfte und sind eigentlich eher, also das ist eher eine Bürde für die, weil sie nicht arbeiten können, weil sie eher so aussätzlich sind. Das ist so ein bisschen wie bei X-Men, wo die ja auch so dann aufgenommen werden von dem Xavier und draußen in der normalen Welt sind sie eher so die Aussätzigen. So ungefähr ist es hier auch, bloß dass sie einfach ganz normal weiterleben, aber halt wie in so einer Apartheid, ja, einfach extreme Nachteile haben in der Gesellschaft, diese Leute mit den Superkräften. Ja. Und also rein gesellschaftspolitisch und auch die Ansätze, die satirischen Ansätze, die es hat, fand ich das schon ziemlich gut. Man hätte durchaus mehr machen können. Also glaube ich, also wenn, ich hoffe mal, vielleicht gibt es irgendwie ein fettes Hollywood-Remake von dem Film, weil an sich hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Aber es hat halt wirklich an einigen Ecken und Enden noch gehakt, wo man sagt, oh, da hätte man nochmal dran gehen müssen. Die hatten natürlich wahrscheinlich auch nicht so viel Geld für irgendwelche Nachdrehs oder irgendwie, ja, hier nochmal dran feilen und da nochmal was anderes machen, sondern die haben es ja dann irgendwie fertiggestellt. Ja, Code 8. So eine halbe Empfehlung von mir. Und weil wir ja jetzt keine Kino-Neustarts haben, weil ja die Kinos alle zu sind, haben wir uns gedacht, wir gucken einfach mal in die diversen Streaming-Services rein. Wir überfliegen das einfach mal so ein bisschen, was wir vielleicht euch geschätzten Hörern mal empfehlen können, wo wir sagen, hey, das ist ein Film, den könnt ihr mal gucken jetzt, wenn ihr zu Hause seid. Und wir haben jetzt deswegen mal bei Netflix mal, browse mal einfach mal so ein bisschen durch und bei Amazon Prime auch. Womit wollen wir beginnen, Chris? Wollen wir bei Netflix mal beginnen? Wir nutzen dazu, die Seite flixable.com und genau, hast du schon irgendwas entdeckt, wo du sagst, der ist cool, den kann man gucken? Sonst fange ich an, kein Ding. Ein schöner Actionfilm, der da drin ist Two Guns mit Mark Wahlberg und Denzel Washington, den man da gucken kann. Alles for free da mit enthalten, verfügbar. Hast du denn den entdeckt jetzt zum Kurs? Bei Flixable. Ich habe sortiert nach Filme und sortieren nach Titel und da war das bei Two, weil Two ganz oben ist. Ah, weil ich habe es nämlich hier nach Datum sortiert. Ja, ist ja kein Ding, kannst du ja auch machen. Ja, deswegen, da ist mit mir so beim ersten Durchschauen hier How to Party with Mom ins Auge gerade gesprungen, den hatten wir in der Sneak schon. Was läuft denn hier noch? Aber
Whisky Tango Foxtrot sagt mir auch irgendwas. What the fuck? Der Film. Sieben Psychos gibt's. Hey, das ist ein cooler Film, oder? Der ist großartig. Ich bin hier immer noch bei den Zahlen. Sieben Psychos. Hier gibt's noch was. Spencer Confidential. Ah, der ist neu. Ja, den wollte ich noch gucken. Das ist mit Mark Wahlberg. Also ich glaube, das könnte man sich mal anschauen. Hm? Das hatte ich tatsächlich geplant. Wollte ich dann nächste Woche dann mal drüber sprechen. Habe ich aber solche und solche Sachen gehört. Ich muss mir da mein eigenes Urteil bilden. Ich bin ja immer noch bei den Zahlen. Da gibt es auch 96 Hours, also Taken. Gibt es den zweiten Teil und den dritten Teil bei Netflix. Ich habe es gerade ernsthaft innerlich verwechselt mit 120 Hours. Ich habe gerade gedacht, da gibt es einen zweiten Teil. Mein Arm absägen und so. Ja, und der zweite Teil, Fuß ab. Dann wären wir bei Saw gelandet. Also. Oh Gott, es gibt auch 00 Schneider. Jagd auf Neil Baxter. Eieiei. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall einiges. 12 Monkeys. Alien. Hey, die Alien-Filme. Oder besser gesagt, die... Also es gibt Alien, ich bin jetzt bei A, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Wer den noch nicht gesehen hat, der sollte den mal gucken. es ist jetzt nicht so sehr irgendwie Horror oder Splatter oder sowas, einfach sehr, sehr gruselig und düster und bedrückend, gerade der erste Film. Dann Alien Resurrection gibt's, Alien Covenant, leider nicht Alien 3, den mag ich ja sehr. Tja. Ein Film, den wir in der Sneak hatten, All is Lost, ich bin immer noch bei A. Ja, wobei, ich habe jetzt schon gesagt, dass wir haben ja bei mir die kleine Gruppe, abgesehen vom Erik, der montags mit in die Sneak kommt. Wir gehen ja meistens montags vor der Sneak noch schön italienisch essen. Und wir werden das tatsächlich fortführen jetzt auch. Und zwar werde ich Pasta machen morgen Abend von unseren Hamsterkäufen raus. Gibt's schöne Pasta, also schön italienisches Essen. Und dann werden wir einen Film schauen, wir machen unsere eigene Sneak Preview quasi morgen Abend, der schon auf unserer Watchliste steht, aber den gibt es jetzt bei Sky. Gibt es den. Und zwar, soll ich es verraten oder soll ich als Sneak Preview nächste Woche vorstellen? Ich mache eine Sneak Preview. Nicht, dass das also, wir machen eine ganz eigene Sneak Preview, aber ich habe den Film rausgesucht, also okay. Wir wissen schon, was es ist. Das wäre übrigens eine coole Funktion bei Netflix. Irgendwie Shuffle oder so. Oder einfach mal durch. Oder einfach sagst, ich will einen Film gucken. Irgendwas, was ich noch nicht geguckt habe. Netflix lockt ja alles, was. Und dann einfach Shuffle und blub, dann kommt irgendein Film. Ohne dass da steht, was es ist. Also nicht, dass du das Bild darfst du natürlich noch nicht vorher sehen, wo es dann einfach so beginnt. Vielleicht gibt es da irgendjemand, es gibt ja hier diese, ich glaube, auf die Netflix-API kann man ja zugreifen. Könnte man so als Webseite irgendwie machen. Mal einfach, ja. Also ich mache jetzt mal nur A, ja, bei mir zu Ende. Weil sonst wird es, glaube ich, zu viel. American Beauty, sehr empfehlenswerter Film, Oscar-Gewinner, toller Soundtrack. Gute, überragende Darsteller. Also der hat mich damals sowas von umgehauen, der Film. Das ist der Hammer. American Beauty. Ja, ich mache gerade hier noch nebenher das Movie-Quiz, welcher Film mich anspricht. Okay. Ja, bin gespannt, soll ich mal weiter? Mach du mal weiter. Ich mach da mal hier. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Anaconda mit Ice Cube und Jennifer Lopez. Oh Gott, ja. Auch verfügbar. Kann man mal gucken. Creature Horror ist ja mein Ding. Und hier mit Ice Cube so. Und vor allem, das ist so scheiße, der Film mit diesem riesen Viech da. Das sieht so schlecht aus manchmal. Ist halt auch irgendwie von 1997 da. Ja, was haben wir denn noch Schönes hier? Es gibt so vieles. Antikörper. Ey, Antikörper gibt's so. Okay, Antikörper ist cool. Das ist jetzt meine Empfehlung an euch da draußen. Wenn ihr jetzt den Film Antikörper noch nicht kennt, mit Wotan Wilke Möhring. von Christian Alward, begnadeter Regisseur. Eine deutsche Version quasi, ich sag's mal vorsichtig, von Das Schweigen der Lämmer. Also wo wirklich Wotan Wilke Möhring mit einem ganz, ganz üblen Killer-Typen, den er da immer befragen muss und so weiter, zusammen ist und wo er dann wirklich selbst an die Grenzen seiner Psyche kommt. Also unbedingt mal gucken. Extrem spannend. Trotz, dass es ein deutscher Film ist, Antikörper. So, jetzt, das war's. Kuh, hey. Mehr mache ich nicht. Ja, ich habe bei Just Watch jetzt dieses Ding gemacht, den anderen Link, den du reingestellt hast. Mhm. Da kannst du Filme raussuchen lassen. Da musst du 5 Poster anklicken, die dich ansprechen. So, das habe ich jetzt gemacht und dann kommen tatsächlich die Empfehlungen, Filme. Und soll ich jetzt mal
Sag an, Gina Wild, jetzt wird schmutzig. Nein, nein, nein. Wunder einer Weihnacht. Weihnachtsfilm, okay. Oder Elf. Oder Elf, Kevin allein zu Hause. Du magst anscheinend sehr Komödien. Ja, dann geht's weiter mit König der Löwen, die Realverfilmung. Dann Hokus Pokus. Und dann auf der zweiten Seite Walt Disney's Mary Poppins. Die Geister, die ich rief. Und die Muppets, der Film. Das oh, der Peanuts-Film und Avengers Endgame kommt auch noch. Also und der, Muppets Most Wanted. Guck der, mal an. Der erste Muppets, was für eine Auswahl. Der erste Muppets-Film war echt gut. Hat mir sehr gefallen. Vor allem oh, Nutzer mit ähnlichem Geschmack schauten auch dies. Frozen. Ey, sag mal, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Ja, vor allem, was stimmt mit mir nicht, ist jetzt wird es richtig geil. In der gleichen Liste kommt noch hier Brooklyn Nine-Nine, Episode 3, Star Wars Episode 3. Okay. Und Mighty Ducks, das Superteam. Okay, na, das passt ja. Das passt ja halbwegs. Also, aber die anderen Sachen, ich weiß nicht. Also, ist ja herrlich. Also ich verstehe manchmal sowieso so künstliche Intelligenz oder sowas da. Also das ist manchmal sehr unintelligent teilweise, was die da. So, jetzt bin ich mal bei justwatch.com. Da kann man nämlich auch die Amazon Prime Sachen durchsuchen. Und hier werde ich einfach mal nur ein oder zwei Sachen empfehlen. Also eins, was ich immer wieder empfehle, ist Victoria. Den gibt es bei Amazon Prime. Ein One-Shot-Film, der durch die Berliner Nacht geht. Unbedingt sehenswert. Unbedingt sehenswert. Und was haben wir noch? Die Agentin ist bestimmt eher was für dich. Ja. Wolf of Wall Street. Den empfehle ich auch mal. Der ist auch gut. Der Film. So. Was hast du so? Ich hätte da als Serie hier die Empfehlung Hunters. Serie? Okay. Ich dachte, wir machen Filme. Okay. Ja, das hat es bei mir jetzt halt ausgespuckt. Ja. Entschuldigung. Ja, Hunters soll ja ganz cool sein, ne? Über Nazi-Jäger, die dann die Nazis zerschnetzeln. Ja. So, oder halt, so haben wir hier. Warte, ich stelle es noch um auf Filme. So, jetzt. John Wick 3. Okay. Ganz klar. Iron Sky, The Coming Race. Der ist auch gut, ja, den habe ich ja hier. Ja. Hab ich ja mit gefundet, ja. Ja, eben. So, warte mal, ich mache jetzt auch gerade diesen Test hier. Jetzt bin ich gespannt, ey. Hast du fünf oder hast du mehr? Steht da fünf oder mehr? Ich habe fünf gemacht. Oh, hier gibt es einen, der heißt Shark Tank. Ach nee, das ist ja hier der quasi die US-Version von Höhle der Löwen. Ich dachte schon, das hier irgendwie sieht cool aus. Hier sind so Haie auf dem Poster. Wäre was für mich gewesen. Oh nein. So, warte mal. Inception muss auch noch mit rein. Unheimliche Begegnung dritten Art. Kill Bill, klar. Auch mit klicken. 2001, Odyssee im Weltraum. Okay, Brücke sehen und sterben, ja. Was haben wir noch? Okay, jetzt Matrix. Ja, Matrix muss mit rein. Oh, Matrix muss in die. Atomic Blonde, ja. Edge of Tomorrow, ja. Cabin in the Woods. Oh, das, ich glaube, ich habe jetzt mindestens schon 20 hier. Lolita? Ne? Lolita nehmen wir auch mal mit rein hier. Q-Breaks Lolita. So, ich habe nur 5 gemacht. Wa? Du musst gleich wieder übertreiben. Welches Streaming-Service nutzt du? Hast du nur Prime ausgewählt oder auch Netflix? Nee, ich habe alle anderen auch ausgewählt, klar. Alle anderen auch? Also ja. Auch Sky Ticket alles, und Go? Und alles, was ging, ja klar. Warte mal, das habe ich auch. Das habe ich auch, okay. Na, ich mache mal nur Sky und so, was kriege ich jetzt hier empfohlen? Das kenne ich ja alles schon. Uhrwerk Orange, Apokalypse Now, Kampf der Welten, Taxi Driver, Mad Max, der Pate, das kenne ich doch alles. Ha. Okay, wenigstens nicht Frozen hier. Alien, kenne ich. Steve McQueen Bullet, ja, können wir wieder gucken. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht bei mir. Der hat mir lauter Sachen empfohlen, die ich schon kenne. Also Interstellar hat er mir empfohlen. Mit ähnlichem Geschmack schauten auch. Lauter Sachen, die ich kenne. Aber da ist ein guter Film dabei, Das Fenster zum Hof. Der alte Film mit von Hitchcock. 7 auch dabei. Ah, das bringt nichts hier. Okay, dann wir werden mal diese zwei Sachen, diese zwei Dienste vielleicht mal mit verlinken. Dann könnt ihr, geschätzte Hörer, da auch vielleicht mal ein bisschen rumklicken und könnt auswählen, welche Streaming-Services ihr habt und einfach mal schauen, was da so verfügbar ist. Denn, mal ehrlich gesagt, die Masken sind ja von allen nicht gerade besonders übersichtlich. Also wenn man da wirklich mal auf der Suche ist, wo man denkt, was könnte ich denn mal gucken, kriegt man immer die Sachen empfohlen, die man schon geguckt hat und guckt dann doch wieder zum 90. Mal Zurück in die Zukunft 1 oder irgendwie Fight Club.
Ja, deswegen kommt gut durch die Zeit. Bei den Filmstarts der Woche und den Kinocharts, da werden wir natürlich jetzt mal den Trenner abfahren, auch wenn das jetzt incomplete sein wird. Kinocharts und Neustarts. Denn durch die aktuellen Schließungen, auch des Innenstadtkinos und so weiter, gibt es natürlich keine verlässlichen Charts. Es gab natürlich, also bis zur Schließung, bis ich glaube mittags am Freitag oder so, gab es natürlich noch ein paar Vorstellungen, aber das ist jetzt ja kein Wochenende, deswegen wollen wir das gar nicht. Ein bisschen hinfällig, ja. Wollen wir nicht zur Rate ziehen. Und die Neustarts sind auch ein bisschen hinfällig, weil natürlich viele jetzt auch ihre Filme gar nicht erst ins Kino bringen oder halt dann später mal ins Kino bringen. Aber was wir machen können, ist natürlich die Blu-ray-Neustarts der Woche. Oh ja. Wobei wir uns da nicht ganz sicher sind, ob das so passt. Also eigentlich hier steht 16. März kommt Zombieland 2, also Zombieland doppelt hält besser in diversen Versionen raus. Und was gibt's noch? Ja. Ansonsten gibt es noch Midway für die Freiheit. Aber den haben wir letzte Woche schon gehabt. Denke ich auch, ja. Auf einer anderen Seite, die ich noch habe, da sind so ein paar, sag mal nicht die aus dem obersten Regal, sondern eher so diese Wiederaufführungen und diese Neuauflagen und Limited sonst was Books. Da gibt es einen japanischen Film, der heißt The Ninja War of Tora Kaj. Weiß nicht, wer den kennt. Also der kommt jetzt am 16.03. ungeprüft raus. Also das ist so ein Film, der war wahrscheinlich vorher indiziert und kommt jetzt ungeschnitten raus. Und dann noch ein Film, ich glaube, japanischer Film, ja. Why Don't You Play in Hell? Originaltitel Igoku Denatsu Warui. Auch mit Akihiro Kitamura Fumi Nikaido. Steht leider nichts zur Story da. Und gibt's auch dann bei... Oh, ist auch ganz schön teuer. 39 Euro bei Amazon. Achso, das ist hier so eine besondere Edition. Ja, aber auch Uncut. Zwei Discs drin. Limitiert auf 500 Exemplare. Ja, vielleicht ist das interessant für jemanden. Was kommt hier noch so? 19. März. Ah, James Bond kommen diverse Blu-rays neu raus. Wahrscheinlich haben die alle gedacht, dass ja der James Bond-Film demnächst im Kino läuft. Ja. Ja. Hat sich aber ja auch verschoben. Okay, was haben wir noch so? Also News gibt es natürlich da auch nicht viel. Was hat ja alles zu? Und alle warten erstmal auch mit ihren Trailern, weil keiner weiß, wann jetzt der Start sein wird. Das ist ein bisschen eine komische Zeit jetzt. Bei Serien habe ich kurz was. Serien. Ich habe jetzt von Bad Banks auch so einen Heimkino-Tipp für euch, denn die gibt es in diversen Mediatheken. Ich glaube, bei Arte und bei ZDF gibt es eine Mediathek. Die zweite Staffel auch. Die erste Staffel könnt ihr übrigens bei Netflix gucken. Eine absolut großartige Serie, die ja auch mit Preisen überschüttet wurde. Völlig zu Recht. Und da habe ich jetzt die zweite Season komplett fertig geguckt. Klingt jetzt viel. Sind 6 oder 7 Episoden gewesen. Ich mache es kurz. Also für die, die es nicht kennen, Bad Banks geht es um Investmentbanker. In der ersten Staffel, die erste Staffel macht mit einem sehr bedrohlichen Szenariobild auf, nämlich man sieht Straßen, wo irgendwelche Riots, irgendwelche Unruhen stattfinden, irgendwelche Molotow-Cocktails geworfen werden, wo Papier aus Fenstern, aus irgendwelchen Wolkenkratzern von oben geworfen wird, in größeren Mengen und so. Also das sieht wirklich alles sehr düster aus und dann kommt ein Cut und man sieht halt die Investmentbanker, wie die da anfangen, so diverse Deals zu planen und auch so gegenseitig zu intrigieren und ja, und dann am Ende der ersten Staffel kommt es halt dann zu dem, was da eben foreshadowed wurde. Ist das überhaupt ein Wort, foreshadowed? Aber ja, also jetzt schon. Vorher gezeigt wurde. Und, ja, man kann foreshadowen und man kann auch wegshadowen. Ja, hier in der, so sieht's aus. Hier in der zweiten Staffel ist es so, es bleibt fast dieses ganze Team um diese Investmentbanker noch da. Es passiert natürlich in der ersten Staffel einiges, weshalb da manche nicht mit dabei sind oder vielleicht später dazukommen, was ich jetzt nicht verraten will. Und dieses Team verlässt dann so ein bisschen die Bank, um bei einem sogenannten Incubator, was von der deutschen Global Invest, was sehr große Ähnlichkeiten mit der Deutschen Bank aufweist,
Die haben so einen Incubator geschaffen, wo so Startups so sich so rumkruscheln können, bis sie dann irgendwie erfolgreich werden oder ihren Börsengang machen und wo dann die Deutsche Global Invest dran verdienen kann. Und da bringen die sich ein bei so einer Firma, die so ein Fintech-Unternehmen, was eher so in grüne Richtung geht, also die grüne Investments und so weiter. Und da sind die eigentlich von ihrer Art her ja völlig fehl am Platze. Eigentlich gucken die ja nur aufs Geld und nicht auf irgendwelche nachhaltigen Sachen. Und deswegen werden die da auch argwöhnisch beäugt. Und die wurschteln sich dann aber so durch. Und ich fand jetzt dieses, ja, die erste Staffel hatte schon, dadurch, dass es eben so düster am Anfang begonnen hat, wo man dachte, oh, was kommt da jetzt noch? Und man wusste ja ungefähr, in welche Richtung das geht. Das hat man jetzt hier in der zweiten Staffel nicht. Also da wurde nicht so ein Foreshadowing angewendet. Und man fragt sich die ganze Zeit, okay, wie geht das jetzt weiter? Wer intrigiert da gegen wen? Und letzten Endes waren mir manche Sachen ein bisschen zu sehr aus dem Hut gezaubert. Manche Wendungen war aber immer noch okay. Was halt immer noch gut rüberkam, war so dieses ganze Fiese von diesen ganzen Investmentbankern, die wirklich nur da teilweise so an sich denken und überhaupt nicht an die Leute, dessen Geld sie verwalten oder sowas. Und auch so, wie die über Leichen gehen und sowas, das ist wieder so genial gut dargestellt. Und also sehr empfehlenswert dafür, dass es wirklich eine öffentlich-rechtliche Produktion ist, zusammen Deutschland, Luxemburg zusammen. Extrem genial, auch sehr, sehr gut gefilmt. Wobei jetzt hier in der zweiten Staffel war ein bisschen mehr Handkamera im Einsatz. In der ersten Staffel hat man diese teilweise doch architektonisch sehr schönen Gebäude wirklich auch teilweise auch so in Szene gesetzt mit ruhigen Kameras und ruhigen Kamerafahrten. Das hat man jetzt hier manchmal nicht gemacht, also war teilweise Handkamera im Einsatz und so. Ja, aber trotzdem empfehlenswert, Bad Banks Season 2 durchaus mal angucken. Hast du noch irgendwie eine Serie? Ansonsten gehen wir mal zum nächsten Schritt. Nee, ich hänge auch gerade noch bei PK noch ein bisschen, aber ah, okay. Ja. Aber PK ist weiterhin saugeil. Ja, kommt ja. Habe ich letzte Folge hast du gesehen? Die aktuelle oder noch nicht? Nee, die aktuelle fehlt mir noch. Okay. Sag ja, ich hänge etwas. Ja, macht ja nichts. Games. So, du hast ein neues Game, sehe ich hier. Neu ist es nicht. Das war eher so eine Blödsinnsempfehlung mal wieder. Und das ist ein Handy-Game. Also es gibt es im App Store. Soll ich mal raten, Plug-in, wer das empfohlen hat? Liege ich bestimmt richtig, oder? Ja, ziemlich sicher, ja. Das heißt auf jeden Fall Plague Inc. Und ja, das ist jetzt, viele werden es wahrscheinlich jetzt pietätlos oder was weiß ich was nennen. Da geht es darum, dass man mit Hilfe eines Virus oder Bakteriums oder eines Pilzinfekts oder was weiß ich was alles die Menschheit auslöschen muss. Und man kann sein Virus da weiterentwickeln. Ach, alles. Da habe ich davon gehört, von dem Spiel, ja. Ja, also es ist wirklich echt abgefahren und ich habe damit sogar schon Kate infiziert, die spielt das tatsächlich auch. Und ja, ist in den jetzigen Zeiten einfach mal so, vielleicht auch ums Bewusstsein für den einen oder anderen zu schärfen, wie schnell sowas wirklich gehen kann. Und wenn sich so ein Virus auch mal mutiert oder irgendwas ist, wie schnell es dann wirklich sich das übertragen kann, auf welche verschiedenen Arten. Also es ist durchaus für den einen oder anderen vielleicht sogar eine Gedächtnisstütze, dass nicht alles so dumm ist, wenn es heißt, hey, meidet mal größere Menschenaufläufe oder so. Ja, definitiv. Also Menschenaufläufe und so. Ich war vorhin joggen, ne? Und es heißt ja, man soll ja keine Menschenaufläufe, ne? Was machen die Leute? Bilden Menschenaufläufe überall. Ja. Also ich bin ja da extra mal in großen Abstand vorbeigelaufen. Ich habe da so eine Vermutung, weil das hat sich teilweise da konzentriert, wo normalerweise immer so die Kirchen, also wo die, das ist ja irgendwie, sonntags geht man ja, glaube ich, in die Kirche oder so, ne? Und ich habe den Verdacht, dass die Leute sich da getroffen haben vor der Kirche, weil es war in der Nähe von zwei Kirchen, wo besonders große Menschenansammlungen waren und die dann wirklich auch nicht mal zur Seite gegangen sind und ich musste eine riesen Runde, also ich weiß auch nicht, was das sollte. Naja, und natürlich die Spielplätze voll. Ja, hier bei uns, der Bolzplatz voll, tausende Kinder da, Eltern da, alles. Also manche, die nehmen es da echt ein bisschen zu locker, glaube ich. Ja, aber dann... Ja, die, wo nachher meckern, wenn sie es haben, dass man sie ja nicht gewarnt hat. Genau, dann, wenn die ersten Einschläge kommen, dann geht's aber... Und nochmal, man muss jetzt nicht in Panik verfallen, aber man soll es auch nicht zu locker nehmen. Es hat schon alles seinen Grund, was hier gerade abläuft. Ja, klar. Also das definitiv, das kann man so stehen lassen, ja. Auf jeden Fall.
Denn man muss halt wirklich versuchen, dass man sich und seine Angehörigen und alles und auch andere einfach schützt, weil man weiß es ja teilweise nicht, wer es vielleicht schon in sich trägt. Man merkt es ja nicht. Ist ja jetzt nicht so wie bei World War Z, dass man innerhalb von wenigen Sekunden zum Zombie wird. Oder auch bei einer normalen Erkältung, wo man dann merkt, oh scheiße, ich habe mir irgendwas eingefangen, und man merkt dann, ja, es geht irgendwie mit Kopfschmerzen los und Schnupfen oder irgendwas, sondern man fühlt sich erstmal ganz normal und super und trägt das aber schon weiter, das Virus. Erst dann. Ich fand es übrigens, ich fand es sehr, sehr schön, was eine Schülerin aus der 10. Klasse bei mir in der Schule gesagt hat. Er hat gemeint, Leute, solange in Italien keiner aus dem Leichensack aufsteht und rumrennt und Gehirne fressen will, müssen wir uns nicht so wirklich groß die Panik machen. Naja, ich meine, wenn man selber derjenige im Leichensack ist, das ist vielleicht dann, glaube ich, auch nicht mehr so schön. Dann kriegst du aber auch nicht mehr mit. Naja, aber ich weiß nicht, ob das schön ist, ob man... Also wenn man an so Lungenthemen und sowas, man kann ja über die Lunge dann weniger Sauerstoff aufnehmen, das ist ja das hauptsächlich. Ja. Man kann übrigens einen Selbsttest machen, deswegen ist zum Beispiel in Japan die Infektionsrate gar nicht so sprunghaft wie jetzt zum Beispiel in China oder wie in Korea zum Beispiel, weil die haben frühzeitig auch die Bürger informiert, und in Japan sind ja alle sehr, die folgen sehr stark den Anordnungen, ne? Also jetzt nicht so wie in anderen Ländern, wo sie sagen, ach komm, ich mache mein eigenes Ding oder so. Und da waren es so, da haben die den Bürgern zum Beispiel gesagt, man soll pro Stunde mindestens ein Drittel Liter Wasser trinken. Also wirklich viel trinken. Ja. Und Anweisung 2, weil ja natürlich, wenn du vielleicht irgendwas im Mund hast, aufgenommen über irgendwas, dass du es einfach wegspülst, ja. Da. Und Anweisung 2 war, die sollten testen, wenn sie jetzt gerade nicht irgendwie gejoggt sind oder gerade irgendwie Treppen hochgegangen sind, einfach im Ruhezustand, sondern sie einfach versuchen mal 20 Sekunden die Luft anzuhalten. Wenn sie das nicht schaffen oder wenn ihnen schwarz wird vor Augen oder sowas, dann ist schon die Lunge in irgendeiner Form angegriffen. Es kann natürlich auch eine andere Ursache haben, aber dann sollte man auf jeden Fall mal dem Arzt Bescheid sagen. Und das haben halt viele gemacht, deswegen wurden viele Infektionsketten schon irgendwie unterbrochen. Ja, so einfache Möglichkeiten, ja, ne? Okay, und man braucht keine Unmengen Toilettenpapier horten, nur mal so als Tipp, liebe Leute, weil ich glaube, also wir sind ja hier in einem zivilisierten Land mit logistischen, wo alles eigentlich halbwegs passt, und wir sind ja hier nicht irgendwo in irgendeiner Bananenrepublik, wo irgendwie die Versorgungssicherheit irgendwie gefährdet ist oder so, und man braucht auch nicht Unmengen Trinkwasser zu horten da in irgendwelchen, also ich war jetzt am Samstag war ich Getränke holen. Also ich glaub's ja nicht, was die Leute da in ihre Autos geladen haben, ne? Hier beim Getränke. Oh, doch, das glaube ich sofort. Ey, das... Naja, gut. Ich habe... da geht's los, siehste. Also ich glaube, letzte Woche habe ich schon mal erwähnt, dass ich mal wieder Raft gespielt habe. Ich bin da jetzt tatsächlich wieder ein bisschen angefixt, ne? Weil das ist ja jetzt die Vollversion quasi erschienen, und die ist echt um so vieles besser als die Beta, die ich vorher gespielt habe. Man hat natürlich die guten Sachen weiter genutzt und jetzt noch so viele Sachen, coole Sachen dazu implementiert. Gibt es für eine Handvoll Dollar bei Steam, und ist so eine Mischung aus, ich sag mal, Minecraft und einem Survival-Game. Also man muss halt, es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ich spiele gerade eine ganz leichte Stufe, die heißt Friedlich. Das heißt, der Hai, der immer das Floß umkreist, der attackiert einen nicht. Und dadurch hat man einfach sehr viel Ruhe, weil man kann halt schön tauchen gehen, ohne dass einen der Hai attackiert. Sonst muss man immer so Haiköder machen und die irgendwo hinwerfen ins Wasser und hat dann irgendwie so 30 Sekunden, weil der Hai abgelenkt ist. Oder manchmal beißt der Hai halt auch ins Boot und beißt da Stücke raus. Dann muss man halt das wieder reparieren und so. Und das habe ich jetzt einfach mal nicht gemacht. Ich habe einfach mal auf friedlich gestellt. Da attackiert einen der Hai nicht. Das macht so einen Spaß. Und die Unterwasserwelt, die haben sie jetzt so schön neu gemacht. Ey, oh, wenn man da runtertaucht, um irgendwas zu holen, ne? In der Nähe von den Inseln und so. Das sieht so toll aus. Also Raft kann ich echt empfehlen. Man startet quasi auf einem winzig kleinen Flößchen, holt sich dann mit so einem Haken diverse Sachen ran, irgendwelche Bretter oder Plastikteile, die so im Meer treiben. Da treibt sehr viel, also die Umweltverschmutzung ist da. Und man kann aus diesen Sachen dann
neue Sachen craften. Da gibt es am Anfang so ein Menü, da kann man schon ein bisschen was machen. Eine Angel zum Beispiel, um sich Sachen zu angeln. Das Wichtigste ist natürlich Trinkwasser und Essen. Da gibt es so einen kleinen Wasseraufbereiter und den kann man da machen. Und später kann man dann halt bis hin zu irgendwelchen Maschinen, die man da bauen kann. Ne? Also man kann dann auch Baupläne lernen und Sachen finden. Und jetzt hier in dieser neuen Version ist es so, da kann man auf den Inseln so Puzzleteile finden, die dann insgesamt eine Karte ergeben, wo man dann zu anderen Inseln kommt und so. Das haben sie schon echt cool gemacht. Und ja, das ist so ein sehr chilliges Spiel. Also wenn gerade in der heutigen Zeit ja, einfach ein bisschen runterkommen, ist halt auf einem Floß und treibt so durch so Südsee und kruschelt da ein bisschen rum und baut mal hier was und da was und angelt mal ein bisschen und so. Und dann findet man mal eine Insel und da entdeckt man Sachen drauf und das ist echt ein schönes Spiel, gerade jetzt so für die hektische Zeit, wo man zugeballert wird mit diversen Themen. Spielt mal Raft. Man kann auch wunderbar mit mehreren Leuten spielen, auch quasi auf einem Floß in einer Welt. Und ich habe gestern mit meiner Tochter gespielt, hier unten an zwei Rechnern und es hat so einen Spaß gemacht wieder. Weil da kann dann der eine angeln, der andere kann irgendwie was craften oder so oder die Insel entdecken. Und das ist so herrlich. Schönes Spiel, Raft. Sehr empfehlenswert. Wo kann man hier irgendwo sehen, was das kostet? Warte mal, Raft, Steam oder so. Was das gerade aktuell kostet. Weil ich habe es ja irgendwie 19,99 €. Also das kann man doch mal ausgeben. Chris, du kannst das auch mal holen, dann können wir zusammen auf dem Floß ein bisschen rumfahren. Aha. Oh nein. Nicht nur Fallout 76, da warten wir jetzt mal auf das Neue und dann. Ja, also meine Empfehlung für diese hektische Zeit, Raft auf Steam. Und wer das hat, meldet sich mal bitte, dann können wir mal zusammenspielen. Und dann kommen wir einfach mal zu diesen Musiktipps. So, was hast du denn rausgesucht, Chris? Ich bin gestern darüber wieder gestolpert. Von den massiven Tönen, Cruisen. Geiles Ding. Mega geiles Ding. Irgendeine besondere Bewandtnis da noch, oder? Nee, wie gesagt, ich habe gestern einen Twitch-Stream angeschaut. Ach so, du bist ja gecruised, genau. Ich kann mich erinnern. Naja, das da war was. Ja. Nein, das sowieso. aber nee, gestern einfach noch bei Twitch einen Stream nebenher laufen gehabt vom Neckermann und der hat dann plötzlich damit angefangen und das war dann relativ, aber ich glaube unbewusst hat er das gemacht, weil er da auch irgendwie rumgefahren ist und dann gleich so, boah, die Töne und er so, boah, ja und war und dann ging es da noch ein bisschen ab, deswegen ist es irgendwie gleich mal hängen geblieben, noch positiv, deswegen. Okay, ist hinzugefügt auf unsere Spotify-Playlist, die heißt Kinocast Songs. Sind jetzt mittlerweile schon, sieht man irgendwo die Gesamtzahl? Ja, hier oben, 62 Songs drauf. 4 Stunden könnt ihr quasi unsere Songs hören, die wir für euch ausgesucht haben. Und von mir kommt passend von KIZ featuring Henning ja. Mai. Hurra, die Welt geht unter. Kennst du das? Ja, klar. Ich sitze im Atomschutzbunker. Hurra, die Welt geht unter. Genau. Ja, ich finde es schön, so anarchisch und so, ja, die verbrennen das Geld und so. Anarchisch. Anarchisch, ja. Anarchisch. Ich habe am Samstag, oder, nee, am Freitag oder so, haben wir so rumgezappt und kam nichts im Fernsehen und Fußball war ja auch nicht und so. Und dann bin ich bei MTV hängen geblieben, ne, und MTV, ja, kennen wir ja hier irgendwie, ist nicht mehr cool und so. Nee, kam die Sendung Yo MTV Raps, die ich früher mal geguckt habe, aber früher war immer Fab Five Freddy da und so, den gibt's natürlich nicht mehr und die war auch unmoderiert, die Sendung, und da kam einfach wirklich da gab's keinen Ausschaltimpuls, da kam ein geiler Song nach dem anderen. Und da kam unter anderem auch eben von KIZ, featuring Henning Mai. Dann kam von Kummer, das, was ich euch in die Facebook, in die WhatsApp-Gruppe geschrieben habe. Ich wusste gar nicht, dass der von Kraftklub jetzt irgendwie so ein bisschen auf Rap macht. Ja, doch. Ja, wusste ich nicht. Na, tut mir leid, ich kann nicht alles wissen hier. Ja, das war auch schon eine Ecke altes Lied. Ja, aber trotzdem, so ein geiles Ding. Ja, echt ein cooler Song. Und ja, was kam noch alles? Da kamen noch alte Sachen. Dann kam hier von Mia Paper Planes und alles mögliche. Also echt gut. Also im MTV kann man wieder gucken, würde ich sagen. Also natürlich nicht die Ich bin 17 und Schwanger-Sendungen, die da nachmittags laufen oder hier Love Island oder wie das hieß da, irgendwie wo jeder mit jedem Bums da irgendwie auf dieser Insel da. Aber ja, also gewisse Musiksendungen kann man durchaus wieder gucken. Ne? Ja. Und das Schöne ist ja, das ist das, was auch
was ich immer versuche, auch meiner Tochter ein bisschen rüberzubringen. Die Kids heutzutage, die hören ja kein Radio mehr und die schauen auch wenig Fernsehen, weil sie dann lieber YouTube gucken oder Netflix oder irgendwas. Da ist natürlich so, diese Erfahrung, was Neues zu entdecken, ist natürlich da relativ gering, weil du kriegst immer was vorgeschlagen. Netflix sagt, ja, hey, dir hat das gefallen, dann guck doch mal das und so, könnte dir auch gefallen. Aber dieses, ey, jetzt höre ich einfach mal einen Sender und jetzt kommt ein Lied, was ich mir nicht aktiv ausgesucht habe, oder ich gucke, ich schaue Fernsehen und entdecke da irgendein Lied, was ich eigentlich bei YouTube nicht angeklickt hätte, ja. Also das fehlt den Kids heutzutage, ne? Ich frage mich dann. Was heißt fehlt? Das kennst du halt noch nicht mehr. Das gibt es zwar noch, aber interessiert halt keine Sau mehr. Ich meine, im Kino ist es ja wenigstens noch Sneak Preview, wo man dann sagt, okay, hier, da kann man was entdecken, irgendwie vielleicht einen Film, den man so nicht geschaut hätte, aber so dieses ganze Musik entdecken. Es gibt ja hier Ego FM hier für Musikentdecker, die halt wirklich so abseitige Sachen spielen, auf die man nicht gekommen wäre. Ja. Aber so einfach so die normalen, ist eigentlich relativ wenig, ne? Also. Naja. Vielleicht die Frage an die Hörer, wie entdeckt ihr neue Sachen? Musik, Filme, Netflix, außer jetzt unseren Podcast zu hören. Dann sind wir eigentlich durch für heute, weil Kommentare gab es nicht, wenn ich es richtig gesehen habe, zur letzten Woche. Sind wahrscheinlich toll. Alle krank, irgendwie alle. Super. Alle in Quarantäne, haben kein Internet. Das wäre noch das Krasse, wenn jetzt alle in Quarantäne und das Internet fällt aus oder so. Ja, das habe ich aber auch schon gesagt. Was ist eigentlich los, wenn das Internet ausfällt? Keine Freunde gemacht. Da kannst du ja auch nicht mehr hier Homeoffice machen und so, ne? Bei uns. Ja, mir ist es wurscht. Ich fahre ja trotzdem 3 Wochen lang jetzt in die Schule. Und ich habe genügend Brettspiele zu Hause, um die Zeit auch rumzukriegen. Meine Lebenszeit. Und ich glaube, was ich mir aber echt überlegt habe, wenn ich da jetzt, also ich weiß nicht, wie lange ich da, ob ich wirklich diese 3 Wochen da sitzen muss, ich werde mal schauen, ob ich anfange, doch versuchen, Gitarre zu lernen in der Zeit. Finde ich auch eine tolle Idee, wenn man nicht weiß, was man mit den Kids machen soll. Hey, bringt ihn oder lasst sie irgendwie ein Instrument lernen. Ja, hier bei uns, die haben wohl diverse Bücher bekommen und wir haben denen auch ein paar Bücher gegeben, die sie mal lesen können. Hier denn, so, was ich mit Erschrecken festgestellt habe, also meine Große, die hat ja mal, sehe ich ja immer, was die so in der Schule lesen, die haben, glaube ich, bis jetzt ein Buch mal gelesen. Ey, wir haben früher irgendwie, jedes halbe Jahr hatten wir ein Buch, was wir lesen mussten. Ja. Ich meine, gut, zu DDR-Zeiten war es noch ein bisschen andere Sachen, das war so die Abenteuer des Werner Holt und Effi Briest und sowas und Faust. Effi Briest. Und Faust und Wojciech, Wojciech. Wojciech hat mir dann erst gefallen, nachdem ich die Kinski-Verfilmung gesehen hatte. Ich hätte hier noch Nathan ist scheiße. Nathan der Weise, mit der Ringparabel, das ist schon sehr lehrreich, finde ich. Ich bin halt kein Deutschlehrer, ich kann da nicht so viel mit anfangen. Ja, aber ich finde es schon erschreckend, also die lernen kaum noch irgendwelche Volkslieder oder sowas. Lesen. Naja, ich meine, wir haben damals immer wenigstens noch Liedgut oder sowas. Ja, die können ja nichts mehr. Ja, oder die lernen nichts mehr. Ja. Bücher lesen sie nicht. Was willst du denn beibringen? Frühtau zu Berge. Ja, hoch auf dem gelben Wagen. Aber die singen ja nicht. Weiß nicht, was die tun. Die haben ja auch keinen Bock mehr. Ja, haben alle keinen Bock mehr. Warum soll ich singen? Keinen Bock drauf. Komm, ich kann doch rappen, mach hier den Autotune. Weißt du, dann läuft das hier. So machen wir es. Ist wie es ist. Jetzt machen wir einen Knopf dran hier. Und gehabt euch wohl, liebe Hörer. Bleibt gesund. Befolgt alle Anweisungen. Das hat schon alles irgendwie einen Sinn. Und wenn wir dann irgendwie sauber hier durchgekommen sind durch das ganze Ding, dann geht das Leben wieder normal weiter, hoffe ich mal. Und dann wird alles gut. Alles wird gut. Vielen Dank fürs Mitmachen, Chris. Sehr gerne. Wir sind bis zum Schluss hier. Tschüss. Oh, jetzt kommt gerade rein. Deutschland schließt morgen weitgehend seine Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz. Oh Gott. Siehst du mal. Kein Urlaub mehr. Ah, nee, wir können ja wegfliegen. Können ja nur nicht wegfahren. Also, tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast.